voll Angst vor mir. Du bist ja. Du sollst gehorchen! Nichts ist schändlicher als das! Das ist für den Ärger! Du verstehst es wirklich nicht! Das hatten wir doch schon mal! Ich bin der Tagschlechter! Das heißt, ich schlachte Tags! Und du bist ein Tag! Kug! Beschusssicher, keine Infos. Nein! Oh nee, oder? Ich empfehle wegzulaufen. Ich bin dein Zwinger. Oder ich deiner. Er hat mich mal getötet und jetzt gehört er mir. Beschämen. Schwöre dem Herrn, schwöre die Treue. Ja, wir vernichten Sauron. Ja, tun wir. Wenn ich muss. Ja, musst du. So, dann haben wir hier oben noch Kankras, ne? Das holen wir uns mal. Warte mal. Achso, nee, das war ja die ganze Zeit schon. Ich habe ihn gesehen!
lässt er sich fallen. Der besoffene Vogel, ey. Mann, echt. Warum läuft er da nicht weiter? Wie geht's, Herr? Oh, du vergrößerst schon deinen Machtbereich. Sehr schön. Weißt du was? Du solltest den da zu deinem Leibwächter machen. Wer sich in Mordor einen Namen machen will, braucht einen oder zwei. Also, außer mir. Ist doch klar. Boah, bevor mir auf dem Schlachtfeld jemand hilft, schneide ich mir lieber die Kehle durch. Aber du könntest etwas Hilfe brauchen. Ist doch keine Schande. Ja. Danke, Bruce. Aber nö, brauche ich nicht. Verkehre einen neuen Gefolgsmann. Aber ich will den nicht haben. Ich will keinen Leibwächter haben. Kann ich den wieder rausnehmen? Pug. Ja. Genau das möchte ich. Aber wie ich da hochkomme? Leibwächter herbeirufen. Achso, okay, dann kann ich den einfach herbeirufen. Der Höhle. Denn darauf? Ach, da oben lang. Na denn. Ich will sein Geld, sein Merian. Dieser Miriam. Was? So, da holen wir jetzt mal das Krankrass. Geht sie nochmal zu einer richtigen Verbündeten dann? Schicksalsnetz. Dann gucken wir mal. Um zu herrschen, muss man bereit sein, alles Dagewesene zu zerstören. Selbst die Erinnerung daran muss ausgelöscht werden. Denke nicht an das Verlorene. Denke nur an das, was kommt. Dies ist die Geschichte, die sich der dunkle Herrscher erzählt. Dies ist die Geschichte, an der Mittelerde zugrunde gehen wird. Sie hat wie ich von Sauron gelernt. Sie hat ihn überlebt. Wie ich. Dann liegt Weisheit in diesen Worten. Wie sich Minas Morgul wohl entwickelt. Okay. Also ganz Hammerfaust. Ja, gut. Der sieht nett aus. Zwei von elf. Gondor, die Karte. Bewohner von Gondors Tiefland konnten schnell vergessen, wie nah Mordor und Minas Ithil waren. Nur wenige Menschen verschwendeten mehr als einen Gedanken an Gondors Grenzen. Oder das, was dahinter liegt. Für sie war die Bedrohung Mordors weit entfernt.
Bar. Ich habe noch nie eine so genaue Karte Gondors gesehen. Und wie wenig dein Volk erst über andere Länder weiß. Ach. Ist hier die Tür jetzt verfügbar? So, dann gucken wir mal. Dann haben wir da auch noch was. Ein gondoranisches Artefakt. So, das ist ja schon unser. Keine Angst, du bist jetzt auch mir. Muss dich nicht erschrecken, junger Mann. Weil die andere Hälfte auf Finger weniger hat vielleicht. Er schreit ganz schön. Wir sammeln einfach mal kurz auf. Oh, eine Statuette. Die Statue stellt Galadriel dar. Eine Elbenkönigin aus einem sagenumwobenen Wald jenseits von Gondor. In unseren Büchern fand ich wenig über sie, aber ich weiß, dass ihr Name Baummaid bedeutet und ihr Haar aus Gold und Silber sein soll. Sie war eine Elbenmonarchin des ersten Zeitalters. Welche Wunder sie gesehen haben muss, als die Welt so jung war. Bestimmt viele. Vielleicht keine Orks. Wäre schon mal was Schönes. Eine Orks, das ist ja schon mal eine große Verbesserung, ne? Wenn die nicht mehr da wären. Kanntest du Galadriel? Kennen? Sie ist eine Art Moon. Wie du dir vorstellen kannst, waren wir nicht immer einer Meinung. Widerliche! So, haben wir noch einen. Ich will jetzt das da holen.
Du hier rum. Wollen sie nicht. Ganz einfach. Ganz einfach. Sehe ich auch so. Gib doch mal bitte ein paar Infos hier, mein Freund. Bitte ein paar Infos hätte ich gern. Ork der Unverwüstliche. Oh, der sieht toll aus. Mit seinem Kopfschmuck. Ein hübscher Junge. Ein sehr, sehr hübscher Junge. Aufspüren wolltest. Und wer denn, Herr? Wildläufer, hier bin ich. Hi. Ich gehöre ganz dir. Ich hoffe doch. Und das wirst du gleich. Leichtes Ziel und allein Schaden durch. Sehr gut. Sagen, wann macht man denn endlich mal was? Ich bring dich zum Pinsel. Okay. Den konnten wir nicht, uns nicht schnappen. Den töten wir einfach. So. Warum konnten wir den gerade nicht rekrutieren? Das war spannend. Geht das manchmal nicht? Ich verstehe das nicht. Oh, Grom-Schwarzherz. Typ, ey. Und nervig war auch. So, noch ein gondorisches. Numenor war eine Insel im Scheidemeer im Westen, das größte Reich der Menschen, bevor es in den Wellen versank. Wenige überlebten die Katastrophe, vor allem Siedler, die sich ins heutige Mittelerde aufmachten. Wir Gondoraner ließen uns oft von dem inspirieren, was wir über Numenor wissen. Viele junge Soldaten kamen, um diesen Helm zu berühren und träumten von den großen Schlachten in fernen Ländern, die sein Besitzer erlebt haben muss. Ja, warum nicht, ne? So, dann holen wir uns mal den Turm, wenn wir eh schon auf ein der Ecke sind. Numenorischer Helm. Ordentliche Arbeit angesichts des verfügbaren Materials. Mehr Respekt hast du einem anderen Handwerker noch nie erwiesen. Stimmt. Die Frage ist, warum? Warum hüpfst du eigentlich wie so ein Gestörter da an der Seite hoch?
alter Talion, ne? Manchmal nervt der Junge, manchmal nervt der richtig. Genau. Das war's mit seinem Auge. Jetzt ist es unsers. So. Haben wir da hinten nicht schon? Dann haben wir alles. Online Blutrachen. Begib dich in die Welt eines anderen Spielers und bringe dessen Mörder zur Strecke. Okay. Machen wir mal. Kriegen wir dadurch extra Punkte? Online Blutrachen. Code der Sammler. Ja, wer kennt ihn nicht? Code der Sammler. Entflammbar. Furcht vor Feuer und erleidet Schaden durch Fernkampf. Sehr gut. Warte, warte mal. Okay. Den nehmen wir. Let go. Den hauen wir um. Wir werden Rache nehmen für einen anderen Spieler. Entschuldigung. Erstmal verbinden. Da ist er. Dieser Ork hat viele Gefolgsleute. Er weiß, wie es läuft. Herrsche Schmied, okay. Das tut mir leid. So, der müsste aber zählen, ne? Ja. So, den holen wir uns auch. Man lebe mir ein Schwert.
Was ist denn da unten? Die wäre nie gefallen, hätte der dunkle Herrscher nicht die Nazgul geschickt. Nein, die Bleichhäute waren erstaunlich stark. Aber den Neuen hätte niemand gestört. Wenn die einer Bleichhaut das Leben nimmt, dann wollt ihr es richtig machen. So. Aber der kommt hier hoch. Aber nur der Wechsel jammert mir zu viel. Dieser Kopf, der arme Tod. Es gibt Feinde zu ermorden, Kriege zu führen und Rock zu saugen. Man könnte dann sagen, lernt das Leben zu genießen. Was war das für ein Geräusch? Ah, okay, er kommt hoch. Ich hab ihn! Der Grabwandler verfolgt mich! Was? Moment! Ich rieche etwas! Der Tag ist hinter mir her! Auf dem Wall, der Tag! Lass ihn mich! Der Tag, ich zieh mich zurück, gib mir Deckung! Warum ist er so doof? Das war ein bisschen hohl. Der ist da unten festgebackt.